Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge My Test Creative Server Gedingsgedöns Let's Play. Und ich habe schon wieder wie direkt am Anfang meiner Aufnahme die Stimme abkackt. Und danke dafür. So. Dann. Da. Brr. So, dann sollten wir jetzt alles. Oh, das ist so viele schöne Gebüsche mit Essen. Gott, wir werden in diesem Spiel nie wieder Hunger leiden. Ja, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Nicht so schön, wie ich mir erhofft hatte, aber immerhin auf jeden Fall machbar. Das ist bei weitem besser als davor. Bei weitem. So. Jetzt mal gucken. Hier. Du nach da und du nach da. So, und hier wollen wir jetzt die Weißen hin. So, so, so und so. Perfekt. Warte mal kurz. Das hier ist. Genau. 65. Das hier 75. Perfekt. Ja, sagen wir hier, ne, vorne geht der Strom rein, kommt dies, das, Ananas und dann Bumm und dann Explosion und dann brrr, kommt Feuer hier raus durch die Pipeline und zerstört den gesamten Planeten. Let's go! Worum geht's? So. Brauchen wir jetzt eigentlich bei dem HV-Netzwerk plus noch das kleine, diesen Switching-Dings da? Das Ding hier? Und dann müsste ja die HV-Seite schon mal funktionieren. Die Frage ist, wo setzen wir das Ding hin? Machen wir es da auch schön aufs Dach rauf? Oder machen wir es lieber hier rein? So hier ungefähr. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier alles. Ich meine, wäre es schön, wenn da drüber noch eine Lücke wäre, weil so wirkt es ganz schön gequetscht. Wobei, so hätte es, obwohl, so ist es sogar besser, weil dann hängt das Ding quasi an eine Decke. Also ist eigentlich so sogar besser. Wisst ihr was? Ich nehm Leiter hier nochmal ab. Das wirkt mir hinten jetzt doch irgendwie ein bisschen zu gequetscht. Ey! Was geht denn hier ab? So, leider. Dann mache ich die doch lieber nach hier. Oder mache ich die sogar doch hier vorne hin, aber ein bisschen seitlich. Ah, hier seitlich, genau, hier ist gut. Hier ist gut. Jawohl. Ja, so schöner. So,
So wird das Ganze in diese zusammengequetscht, sondern man kommt halt rein, freut sich auf eine schöne Aussicht, dann kommt man hier hinten um die Ecke direkt nach oben. Dann hat man hier oben direkt schön Platz, schöne Aussicht, sieht da hinten das Gerät, hier kommt man rein. Das ist doch so von Anordnung her wesentlich schöner. Ha. Oder nicht? Das ist gut. So. Jetzt die Frage bei MV. Bei MV würde ich das Dings da muss ja gerne hier. Kann man das nicht darauf packen? Lol, der bewegt sich halt wirklich. Hä? Ja, weil, wie gesagt, ne? Hier dieses braune ist ja kein Block. Das ist ja rein optisch. Der eigentliche Block ist ja hier unten. Der. Das heißt, hier oben kann man letztendlich alles hinbauen. Du könntest sogar das hier wegnehmen. Und an der Stelle, na gut, also man könnte sogar das Ding hier hinbauen. Bam. Dann sieht man halt gar nichts mehr so. Aber man könnte hier jetzt auch eine Treppe hinbauen oder irgendwas, weil, wie gesagt, das Ding hier hat keine Kollisionsbox, sondern ist einfach nur optisch da. So. Also, ich glaube, Kollisionsbox haben die Dinger schon, ne? Also langlaufen kann man da nicht. Ja, genau. Also langlaufen kann man nicht. Also die haben schon eine Kollisionsbox, aber du kannst hier halt Blöcke platzieren bei dem oberen Ding, ne? Weil während du halt hier unten keine Blöcke platzieren kannst, kannst du halt hier oben schon Blöcke platzieren. Das geht halt. Das mache ich jetzt mit Kollisionsbox. Ah, fertig. So, mal werde ich auch reparieren. Die Frage, sieht das so geil aus? Irgendwie nicht, ne? Würde ich das Ding denn schon gerne irgendwo ein bisschen. Ich glaube, ich packe das Ding einfach hier unten rein. Schmetterling! Hier so ungefähr. Achso, siehst du, ich wollte die mal, wollten wir ja auch noch. Ach, die haben. Ah, jetzt habe ich die Platten weggepackt. Die hier fehlen. Ja, gut. Das war ja mal wieder ein Geistesblitz. Ich überlege sogar, ob es nicht sinnvoller wäre, hier hinten zuzumachen. Dass man das nur von der einen Seite erreichen kann. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich gestalte den Raum noch mal so ein bisschen um. Ich glaube, ich mache hier hinten zu. Und dann kommt nämlich hier hinten nämlich dieser Controller ran. Damit würde sich auch nochmal die Kabelanlage etwas ändern, ist aber kein Problem. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen nochmal Gitter. Ja, eigentlich bloß Gitter. Wahrscheinlich ist das, was ich jetzt vorhabe, total dumm, weil es eine absolute Katastrophe wird. Aber hey. So kann man ein Let's Play auch in die Länge ziehen. Gitter sind oben. Gitter. Haben wir keine Gitter mehr? Stimmt, die hatten perfekt gerecht gehabt, ne? Da war ja was. Okay. Das. Gut. So viel dazu. Dann bauen wir uns mal schnell ein paar. Brr, brr.
Dankeschön. Geh mal nach da. Hey, lass mich drauf. Ich bin Arzt. Also so mit dem Mästen sieht nichts mehr, sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. So. Achso, habe ich natürlich auch das ein kleines Problem. Weil eben, wenn hier ein Gitter reinkommt und damit die Dinge wegkommt, dann sind die auch gar nicht mehr da. Ach scheiße, ich habe vergessen, die Dinger zu holen. Oder habe ich die noch dabei? Rein zufällig. Nee. Habe ich weggepackt. Na klar. Warte mal kurz. Wenn das Kabel nicht mehr hier hinten lang gehen muss, sondern in der Mitte lang geht. Dann kann ich ja hier actually auch mit einem Stahlbalken lang gehen. Sieht ein bisschen komisch aus, weil es jetzt hier doppelt gemoppelt ist. Ne, hier unten Stahl und dann hier Stahl. Das ist ganz schön viel Stahl. Was mache ich gerade? Ich hab mich jetzt gerade eingebaut. Oh, cool, ich komme einfach so durch. Das ist ja nicht gewollt. Damit es nicht ganz so doppelt gemoppelt aussehen kann, könnte ich die Reihe hier wegnehmen und da auch Gitter hin machen. Oh. Gut, da brauchen wir nur noch mal diese Betonplatten. Ah ne, ist der ganze Block. Nee, ist kein Block. Doch, das ist ein Block. Hier nicht. Hier müsste ich zwei Dinge haben, ne? Ja, hab zwei. Okay. So. Bäh. Okay, hier komme ich jetzt nicht durch. Sehr interessant. Ah. Sehr interessant. So. Dann kommen nämlich die schwarzen Kabel. Würde ich nämlich hier unten lang verlegen. Ungefähr so. Dann kommt das hier nämlich weg. Hier kommt denn ungefähr das Ding hin und dann geht hier das Kabel hoch nach da oben. Ich muss da unten aber so einen Schwenker machen, dann müsste ich die gesamte Attrappe nach rechts verlagern. Damit würde aber auch das hier nicht mehr stimmen, das heißt, ich müsste die Dinge auch alle nach eins rechts verlagern. Was tue ich hier gerade? Ich dachte, das wird eine absolute Katastrophe. W-
Warum wollte ich jetzt eigentlich diesen Turbo hier behalten? Macht eigentlich gar keinen Sinn. Der kommt eigentlich auch weg. So, stattdessen kommt hier einfach einmal Block hin, der dann quasi das Ding hier trägt. Und das geht dann auch. Klar. Und dann kommt hier komplett, geht da rein. Können wir natürlich überlegen, ob man denn sagt, okay, dann mache ich hier unten auch Stahlblock rein. Aber nö, so geht es eigentlich ganz gut. Okay. So, das heißt, wir brauchen ganz viel Gitter und wir brauchen noch ein paar von diesen Betondingern hier. So. Ja, die kann ich jetzt eigentlich rekombinieren. Die haben sich damit erstmal erledigt. Dankeschön. So, stattdessen haben wir noch 3 Stück von. Das ist ja nicht so viel. Wir brauchen mindestens, ich glaube, 14 brauchen wir. Machen wir 15 draus. So. Ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Och. So, 22 Gitter, ob das mal reicht? So. Das. Naja, ist irgendwie too much. Der kommt weg und der kommt weg. Das sieht so ein bisschen komisch aus. So ist definitiv besser. So, jetzt Replacement Tool kopieren. Einfügen, 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 einfügen. Also will auch noch Gitter. Was war das gerade? Essensgeräusche, let's go. So, das sieht gut aus. Perfekt. Just perfekt. So. Jetzt gehen wir in den Flugmodus hier. Und verlegen wir jetzt Kabel neu.
ist ja. Das Beutetiere mit Partikeleffekten. Let's go. Ich sollte mir mal ein Schwert mitnehmen, ne? Geht jetzt ab, von den Dingern wesentlich einfacher. Sonst wäre ich hier noch irre. Hey, ich glaube, wir sollten uns mal so ein Travel-Net direkt da hinten hinstellen. Ich meine, gut, so lange ist nämlich jetzt nicht. Aber trotzdem. So, haben wir schon ein Schwert. Easy. Hier sollte mal wieder ein bisschen an Nahrung denken. Bin ich hier vollkommen falsch? Was gönnen wir uns denn? Ja, einfach schon schön Sonnenblumenbrot. Ah, wieder im Dunkel. Oh. Einmal schön schlafen gehen. Easy. Das geht doch besser. Easy. So, mal hier. Warum ist er noch runterfallen? Immer diese Schwerkraft hier. So. Die will ich auch noch mal ein bisschen anders verkabeln, indem das hier hinten wegkommt. Ja, wobei das hier, ne, könnte eigentlich so bleiben. Ja doch, das kann eigentlich so bleiben. Das macht nicht wirklich Sinn, das umzulegen. Aber hier ist es halt. Ich meine, wir könnten auch, wenn wir hier und hier hin machen. Würde das so schäbig aussehen, würde ich jetzt sage, wir machen das so. Ja, so sieht es schäbig aus, aber wenn ich jetzt sage so, dann sieht es doch schon wieder besser aus. Oder wir lassen es einfach hier komplett. Warte mal kurz. Achso.
Ja, nee, komm, machen wir so. So, kommt das noch da, das noch da. Dann haben die jetzt auch ein Netzwerk. Spinnt das Ding schief gebaut? Ah, ne, okay. Ich dachte mal, der Strich hier wäre quer. Bei Blickrichtung. Aber gut, dann nicht. So, können wir die jetzt irgendwie alle aufbauen? Easy. Okay, dann machen wir das Ganze so. So sieht es ganz gut aus. Was ist hier oben? Fehlt noch. Einmal hier und ich würde sogar sagen, die Lücke hier ist ganz schön groß, ne? Also ich mache auf jeden Fall nochmal hier eine hin. Ah doch, kann man schon so machen. Geht schon. So. Damit sollte jetzt eigentlich alles verbunden sein. Die haben Strom von HV nach MV. MV hat eine Verkabelung und HV hat eine Verkabelung. Also hier Switching Station. Das heißt, rein theoretisch sollte jetzt die Anlage schon vollkommen funktionsfähig sein. Demand 1 Kilo EU, weil die Dinger alle auf Stand eingestellt sind. Und da ziehen sie halt 10.000 und liefern dann 9.000. Ne, wohl hast du ja immer 10% Verlust bei den Dingern. Nice. Aua. Ja. Dann ist damit die. Das Ding hier erstmal so weit abgeschlossen. Und wir haben sogar wirklich noch Raum hier oben drüber, falls wir uns noch mal überlegen, das Ding ein bisschen umzugestalten und hier noch ein paar Batterien hinzupflanzen oder sowas. Können wir es immer noch später machen. Aber jetzt erstmal, also siehst du, was ich gerne noch mal gucken würde. Damit das Ding da nicht so frei schwebt, würde ich mal fast sagen. Dann wird das Ding hier auch getragen. Easy. So ist geil. Fällt bloß noch da oben das Dach. Und dann, dass das Kabel halt zum Haus geführt wird. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Kabel am Haus denn. Ja, wohl normalerweise bei so alten Gebäuden hast du halt solche Anschlüsse direkt im Haus, wo das Kabel rangeht und dann quasi ins Haus reingeht. Aber das geht ja nicht. Außer wir arbeiten dort mit doppelten Wänden oder irgendwie sowas. Muss ich mal gucken. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall das Kabel hier vervollständigen. Erstmal zum Weg gerade durchführen, bis zu diesen komischen Dirt-Säulen dort, wo die Straße ist. Wir müssen auch nächstes Mal anfangen, die Straße mal zu bauen, damit ich überhaupt mal eine Vorstellung habe, wie das Ganze überhaupt aussieht. Mal. Also, ich würde mal sagen, nächstes Mal fangen wir an mit Straße bauen. Erstmal vom Haus, also durch das Haus durchführenderweise eine Straße bauen. Und dann können wir gucken bei der Straße, wie wir denn das Kabel daneben verlegen und dann das Kabel im Haus irgendwie anschließen, am Haus lang mit einem doppelten. Mit einer doppelten Wand oder irgendwie sowas, wo das Kabel dann drinnen verschwindet oder nach unten in den Keller geht. Weil den Strom brauchen wir ja unten im Keller. Weil da die ganzen Maschinen denn sein werden. Aber das alles dann nächste Folge. Und für mich damit nächste Woche. Nächstes Wochenende. Bis dann.